Nervös stehen sie vor der Messehalle. Kein Wunder bei diesem wichtigen Test. Seit 11 Jahren findet er bereits statt. Der Aufnahmetest an der Medizinischen Universität Innsbruck. Das Ergebnis entscheidet, wer zum Human- oder zum Zahnmedizinstudium zugelassen wird. Über ein Jahr an Vorbereitung steckt hinter diesem Großevent. Die Aufbauarbeiten laufen jetzt schon seit über einer Woche. Die Planungsarbeiten haben aber auch schon letztes Jahr im Herbst begonnen mit Ihnen. Also wir haben die Stellpläne gemacht, die Fluchtpläne, Evakuierungspläne auch mit der Polizei in Innsbruck besprochen und detailreich ausgearbeitet. Über 3600 Anmeldungen gibt es in diesem Jahr. Studienplätze gibt es nur 400. 360 bei der Humanmedizin und 40 bei der Zahnmedizin. Der logistische Aufwand für solch eine Aufnahmeprüfung ist enorm. Wir haben eben fast 3700 Studienwerberinnen, die wir morgen erwarten. Zusätzlich noch ca. 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medizinuni, weitere 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ÖWD, dann noch Polizei, Rettung vor Ort. Das ist eine Großveranstaltung mit viel, viel Personal, aber auch einem sehr, sehr teuren und sehr wichtigen Test. Es sind nicht nur die Hallen abgesperrt, sondern das gesamte Gelände ist im Prinzip eine Testzone. Auch für die Sicherheit muss gesorgt sein. Erstmals dürfen die Teilnehmer keine eigenen Stifte mitbringen. Dort könnten Kameras versteckt sein. Ebenfalls sind Kopfbedeckungen nicht erlaubt. Die könnten Kopfhörer abdecken. Der Test ist ein österreichweit akkordierter Test. Sowohl der Humanmedizin als auch der Zahnmedizintest. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Test natürlich auch geschützt wird. Das heißt, dass er nicht dupliziert wird und im Netz dann zu finden ist. Das wäre ein großer Verlust natürlich und ein großer finanzieller Schaden. Neben den theoretischen Fragen müssen die Teilnehmer des Zahnmedizin-Aufnahmetests auch Drähte biegen und Spiegelungen zeichnen. Die Studenten haben im Prinzip eine Papiervorlage und einen Draht, der gerade ist, und die Aufgabe ist, diesen Draht eindimensional, also dem Papier anliegend, genau nach dieser Vorlage zu biegen. Im Prinzip ist es ein Test, der relativ selektiv die manuelle Tätigkeit des Zahnarztes widerspiegelt. Und Sie kennen ja, als Zahnarzt muss man mit einem Spiegel im Mund des Patienten arbeiten. Das heißt, man muss jedes Mal umdenken, weil der Spiegel ja verkehrtes Bild wiedergibt. Und ähnlich ist es bei diesem Formenspiegeln. 7.15 Uhr am Freitag. Die Studienwerber werden registriert. Bei der Garderobe müssen sie ihre privaten Dinge abgeben. Das Security-Personal kontrolliert auf nicht erlaubte Gegenstände. Dann wird die Halle von hinten nach vorne befüllt. Das ist alles eine Riesenherausforderung. Das geht schon los dabei, dass es zum Beispiel in Innsbruck nicht genügend Tische gibt. Das heißt, wir müssen die Tische zum Teil aus Süditalien anliefern lassen. Im Vorfeld natürlich muss die ganze Anmeldeformalität für diese 3600 Menschen auch funktionieren. Das heißt, es darf nichts passieren, es darf nicht eine Anmeldung verloren gehen. Es muss kontrolliert werden, ob die Beiträge richtig bezahlt werden, ob fristgerecht angemeldet wurde. Jedes Jahr kommen immer viele Anmeldungen aus Deutschland. Damit österreichische Studienwerber nicht von ausländischen verdrängt werden, gibt es seit 2006 eine Quotenregelung. Die Zahl ist momentan 75% der Studienplätze sind für Bewerberinnen und Bewerber mit österreichischem Maturazeugnis, also nicht Nationalität, sondern österreichischem Maturazeugnis reserviert, 20% für EU-Bürgerinnen und Bürger und 5% dann aus Nicht-EU-Ländern, aus Drittstaaten im Grunde genommen. Nach dem Test müssen die Teilnehmer noch ungefähr 5 Wochen warten. Dann werden die Ergebnisse bekannt gegeben. Forschen, lehren, heilen. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Medizinischen Universität Innsbruck.